Hey, schönen guten Abend, da bin ich wieder. Ja, guten Abend, weil es ist ja gerade Nacht geworden und ich hatte ja gesagt, wir verpassen oder ihr verpasst hier nichts. Ich befinde mich immer noch auf der Suche nach Baumwolle bzw. Hanf. Ja. Wollen wir doch mal schauen, wie viel Glück ich dabei habe, oder? Wollen wir doch mal schauen. Ja. Ich habe aber für die nächste Folge schon mal was vorbereitet. Das heißt, wir werden jetzt diese Folge noch mit der Suche verbringen. Selbst wenn ich dann nichts finden sollte, dann werde ich mich halt dem Schicksal ergeben. Oh. Baumwolle. Vier. Das ist nicht so viel. Aber egal, wir haben die Sichel. Und zack, zwei Baumwollsetzlinge. Hervorragend, Leute. Baumwolle haben wir schon mal geschafft. Das erste Ziel ist erreicht. Das heißt, wir können die Mission auf jeden Fall schon mal als erfolgreich, zumindest halb erfolgreich. Zack. Ja, cool. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch Hanf finden. Das heißt, hier in der Gegend scheinen wir definitiv richtig zu sein. Pflück und Ernte. So, das heißt, wir sollten unsere Baumwollplantage auf jeden Fall Dingsen. Also hier vorbereiten können. Ist das auch noch Baumwolle? Ich denke ja. Das heißt, uns fehlt jetzt noch der Hanf. So, das sollte erstmal reichen. Da hinten stehen zwar noch mehr rum, aber wir haben jetzt genügend Setzlinge, um auf jeden Fall auch damit was plantagemäßig anfangen zu können. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch Hanf. Und das wurde wohl in der Nähe von Savannen gefunden. Hatte Opa Zeon, glaube ich, berichtet. Und hier stehen die Pappeln. Ich glaube, wir haben Pappeln haben wir auch schon mitgenommen. Dann dürften wir jetzt tatsächlich alles haben außer Hanf. Alles außer Hanf. Alles außer Hanf. Alles außer Hanf. Wo war denn jetzt gleich noch diese Savanne? Ich weiß gar nicht, ist das Spiel hell genug eigentlich? Könnt ihr im Dunkeln was sehen? Hier am Rande einer Savanne. Wir stellen uns mal hier oben hin und halten mal Ausschau. Erstmal nach wilden Tieren. Weil scheinbar sind wir jetzt ja durchaus in der Nähe von. Oder zumindest in einem Biom, in dem wir noch nicht waren. Das. Okay. Der ist weit genug weg. Dann gehen wir mal hier entlang dieser. Dieser Biomgrenze. Oh, schock mich nicht, ey. Ich bin immer noch ein bisschen ängstlich. Tomate, oder? Ja, Tomate. Ein bisschen ängstlich wegen den Überfällen der Tiger. Die waren ja nicht so nett zu mir in den letzten Folgen. Oder in der letzten Folge. Und, ach, wir müssen auch noch irgendwas suchen, das mich vielleicht ein bisschen heilt. An der Grenze? Heißt ja nicht genau an der Grenze, oder? Das da hinten ist eher eine Kartoffel oder sowas. Mohrrüben. Ich hole mir erstmal die Mohrrüben da drüben. Weil die ein bisschen medizinischere Wirkung haben als. Wo sind sie denn jetzt hin? Wo sind sie denn jetzt hin? Die waren doch hier vorne. Bam! Das ist ein kleiner Trick. Ja, Leute, kann ich sprechen. Die Pflanzen, die man ernten kann, strahlen im Licht der Taschenlampe bei Nacht wesentlich heller als das sie umgebende Gras. Also das ist auch immer eine gute Methode, um nachts Dinge zu suchen, die man schlecht findet. Vielleicht klappt das ja auch mit dem Hanf, aber. Wir schauen mal.
Wir schauen mal, ob wann, wie, wo wir was finden. Und selbst wenn wir uns jetzt heute Abend keine Joints drehen können, wäre das ja auch nicht so schlimm. Wir suchen ja sowieso nach den männlichen und nicht nach den weiblichen Pflanzen. Selbstverständlich. Und deswegen alles cool. Wow, Scheiße! Ah, willst du noch einen? Willst du noch einen? Komm her! Komm her! Komm her! Ich hab dich gewarnt. So. Haha. Hihi. Hohohuhu. Dem haben wir es aber gezeigt, oder? Mein Gott, ich hab schon wieder Gänsehaut, ey. Gibt's doch gar nicht. Suchen, suchen, suchen. Was ist denn jetzt die Grenze? Also ist die Grenze eher in die Savanne hinein oder eher aus der Savanne heraus? Oder ist das so eine überschneidende Marke, dass ich quasi sowohl als auch hier oder dort das Hanf finde? Das ist jetzt noch die Frage. Ich treffe den nicht. Du Lump. Also jetzt wird es aber echt mal Zeit für eine Karotte, glaube ich. Wird hier so eine Karotte hat tatsächlich auch ein bisschen heilende Wirkung. Sind wir schon wieder fast fit. Da ist noch mehr Baumwolle. Aber wir gehen auch mittlerweile schon wieder zurück in unser. Wir müssten, um uns zu entfernen, weiter in diese Richtung. Aber. Ja, ich würde trotzdem sagen, dass wir wieder zurückgehen. Denn für die nächste Folge habe ich was vorbereitet. Verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Aber das wird. Boah, ihr. Die lass jetzt einfach da liegen. Die soll so verrecken da. Fraß für die Würmer. Blöde Miezekatze. Kompass. Dies wär's. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das heute schaffen, zurückzukommen, weil ich wiederhole mich gerne. Ich habe was vorbereitet für die nächste Folge. Mit der Aussicht, dass ich es in dieser Folge nicht schaffen werde, nach Hause zu kommen. Das heißt, sollten wir jetzt schnell nach Hause kommen, könnte ich das sogar vielleicht noch in dieser Folge schaffen. Aber sicher bin ich mir nicht, deswegen vorsichtshalber mal auf nächste Woche Termin gelegt, beziehungsweise auf nächste Folge Termin gelegt. Hat was zu tun mit der Küche. Mehr verrate ich noch nicht. So, genau, und nächste Folge will ich dann auch möglichst viel von dem Haus auch fertig kriegen. Das heißt, ich werde mich einmal mehr total gut vorbereiten. Nee, könnte ich aber wirklich schaffen, weil es ist ja Wochenende. Das heißt, mit ein bisschen Glück schaffe ich es tatsächlich mal wirklich was vorzubereiten, dass wir dann mal wieder eine Folge machen können, wo wirklich was passiert, wo wir das Haus fertig machen. Und mal gucken, richtiger Kurs. Eher dort lang. Und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Also auf jeden Fall größer. Auf jeden Fall größer. Ihr könnt mir nochmal Vorschläge schreiben. Es ist noch nicht so richtig viel eingegangen, was man bauen kann. Also eigentlich nichts. Ihr wart bis jetzt wirklich sehr, sehr, sehr bedeckt mit euren Ideen oder Vorschlägen. Ich bin aber immer sehr gerne, wie soll ich sagen, ja, sehr wissbegierig, weil ich möchte natürlich auch wissen, was interessiert euch. Gibt es irgendwas, vielleicht, was ich noch nicht gemacht habe, was ihr mal gerne sehen möchtet? Dann immer raus mit der Sprache. Und dann, ja. Werde ich das nach meinen Möglichkeiten selbstverständlich versuchen zu berücksichtigen. Ich kann hier mal Sandstein mitnehmen. Da kommen wir ja von bei uns direkt um die Ecke nicht so fix dran.
bisschen was hatte ich mir in der ursprünglichen Folge, wo wir das Update besprochen hatten, schon mitgenommen. Ich würde mir aber gerne die Steine, die man damit bauen kann, einmal richtig live anschauen. Und deswegen nehme ich einfach mal ein bisschen was mit. Nicht so viel jetzt, irgendwie so ein bisschen halt. So sollte reichen. 30 Stück, das sollte... Kann ich jetzt irgendwie hier rum... Hier rum, da lang. Ja, wäre natürlich interessant zu wissen, wie weit es jetzt tatsächlich noch ist. Bis nach Hause. Kakteen haben wir auch mitgenommen. Davon muss ich... Ich war ganz überrascht, dass man die tatsächlich auch mitnehmen kann. Was ich vielleicht noch mitnehmen wollen würde, wäre eine Palme. Ich glaube, ich habe Palmen da, aber Palmen wachsen relativ schnell und bringen im Verhältnis, glaube ich, viel Holz. Von daher kann es nicht schaden, noch so ein paar Setzlinge sich einzupacken. Ich habe heute, also ich habe immer noch so ein bisschen mit der Erkältung zu tun, also zumindest was den Husten und den Hals angeht. Ich habe auch nichts zu trinken hier, von daher wird es vielleicht eine etwas heisere Folge jetzt heute. Ja. Achso, der Leon hatte mir geschrieben im Kommentar, dass ich zu laut bin. Ich hatte mir jetzt das Video nicht nochmal angeschaut. Ich habe das Mikrofon jetzt einfach mal vorsorglich ein bisschen weiter weg vom Mund und doofe Katze. Doofe Katze. Ich mag Katzen ja nicht, ne? Also, es gibt ganz viele Tiere, die ja total toll sind, aber Katzen finde ich irgendwie doof. Und je größer sie sind, desto döver, glaube ich, werden sie gerade. Ja. Ah, ich sehe schon die Kommentare. Wie kannst du keine Katze mögen? Katzen sind doch total süß. Ja, mag sein, aber die sind hinterlistig, falsch und biestig. Die liegen eine halbe Stunde bei dir auf dem Schoß und du kraulst sie und streichelst sie und die scheinen total zufrieden damit zu sein und wenn sie keinen Bock mehr haben, anstatt dass sie einfach weggehen, hauen sie dir die Krallen in die Arme. Und das finde ich irgendwie halt doof. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Wie kann das denn sein? Tija. Ich bin doch immer nur gerade ausgejettet, oder bin ich nicht? So. Jetzt sollten wir aber genau drauf zuhalten. Schläft der Elefant? Bubu. Liegt der einfach hier und pennt. Merkwürdiger Vogel. So, gehen wir noch ein Stückchen weiter und dann sollte ja gleich bei Tagesbeginn dann hoffentlich auch sollte dann ja auch dann irgendwann hoffentlich alsbald unsere kleine Siedlung wieder auftauchen. Erz haben wir genug, die können wir hier beruhigt liegen lassen. Ich habe die fast die ganze Tonne voll mit Zeugs. Aluminium wäre interessant, wenn wir das noch fänden, aber wir haben ja ein bisschen was gefunden. Aber wenn wir quasi links, wenn wir vor unserem alten Haus stehen und dann nach links gehen, da haben wir gesehen, in den Bergen ist, da ist noch ein bisschen was. Ich wollte hier nochmal just den Rand erkunden, aber da scheint nichts weiter zu sein. Und ich würde sagen, das hier ist auch mein Heimatbiom. Ich guck mal schnell nochmal auf den Kompass, in diese Richtung. Mit ein bisschen Glück sind wir vor Tagesanbruch da. Und das würde bedeuten, wir könnten... Ja, können wir noch schaffen. Wenn wir tatsächlich vor Tagesanbruch da sind, schaffen wir das alles noch. Wobei, ganz fertig werden wir dann nicht mehr. Ich müsste halt, wie gesagt, noch ein paar Sachen holen, aber das Gröbste... Oder ich mache eine eigene Folge von... Nein, vergesst es. Wir gehen jetzt nach Hause. Dann mache ich die Aufnahme zu Ende. Ist die halt mal ein bisschen kürzer. Es gab ja auch immer mal ein paar längere Folgen. Und das ist erst noch eine andere Steppe. Es wird jetzt auch schon hell, von daher alles gut. Aber ich glaube, das wird ganz cool, was ich euch dann zeige.
Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, weil ich glaube, das ist auch das, was Rising World im Prinzip ausmacht. Diese theoretische Individualität, die ich euch dann präsentieren möchte. So, aber genug von Ausblicken. Haben wir eigentlich. Wir haben Mohrrüben. Wir haben aber, glaube ich, noch sowas wie Brokkoli noch nicht, ne? Vielleicht finden wir Brokkoli. Ich glaube, das fehlt uns auch noch. Das haben wir, das haben wir. Haben wir alle schon. Schade. Nichts Neues. Ich finde, wir könnten den Garten auch noch ein bisschen aufpimpen, oder? Wir könnten so einen kleinen Bauernhof vielleicht bauen als nächstes. Wo wir versuchen irgendwie. Aber man kann Tiere noch nicht anlocken, ne? Das ist das Problem. Das hätte man mal einen Bauernhof machen können, wo man sich irgendwie Tiere hält mit einem Bauernhof, also einem Gebäude mit so einer großen Scheune. Oh, habe ich mir erschrocken. Und natürlich auch einem Tierstall irgendwie, aber wie kriegst du die Tiere in den Stall hinein? Wie kriegst du die Tiere in den Stall hinein? Kann man die schubsen? Wenn ich hier so ein Schaf nehme und das schubse, geht nicht. Kann ich kein Stück bewegen. Denkt nicht mal dran, Platz zu machen. Was ist das? Salat, Salat haben wir. Man könnte höchstens gucken, wo irgendwie ein Schaf ist und dann irgendwas drumherum bauen. Dann gucken, wo eine Kuh ist, was drumherum bauen und dann in die Mitte versuchen, irgendwie so einen Bauernhof drumherum zu bauen oder sowas oder zwischen die beiden Gehege dann irgendwie versuchen, irgendwas Sinnvolles zu erreichen. Erdbeeren. Sehen die Erdbeeren anders aus? Sehen die anders aus jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, da sind wir schon zu Hause. Guck mal da. Ja, war schön, dass wir das so gefunden haben. Dann würde ich sagen, machen wir uns just ein kleines Beet, pflanzen dort die Baumwolle ein. Damit uns dies schon mal nicht mehr ausgehen kann, machen wir das mit dort, oder das könnt ihr eigentlich hier vorne. Könnten wir hier hinbauen. Haben wir die Harke dabei? Die haben wir dabei. Dann füllen wir das hier gerade auf. So, machen wir hier noch ein bisschen weg. Ungefähr so, ungefähr so. Ja. Und dann brauchen wir die Hacke, die Hacke, die Hacke. Haben wir auch dabei. Und dann machen wir uns hier irgendwie so ein schönes Beet. Und holen uns jetzt die Baumwollsetzlinge. Das sind das die, das sind die. Wie viel haben wir davon überhaupt? 10 Stück. Also können wir 2 mal 5 machen zum Beispiel. Ja, reicht ja prima aus, der Platz. Perfekt. Haben wir noch irgendwas zum Bauen dabei? Ja, nur diesem Putz ist das, ne? Machen wir noch mal so ein bisschen Holzkonstruktion da um drum herum. Genau. Ah, wir können das Licht ausmachen. Es ist ja Tag. Holzblöcke. Vielleicht so ein bisschen was Wildes. So ein bisschen was Tija-mäßiges. Das hier.
Oder das passt eigentlich nicht so zu unserem Schmucken. Das hier, das ist so ein bisschen korkig, oder? Nehmen wir das mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 6 sind 36. Das könnte reichen. Mit bisschen Glück reicht das. Irgendwann möchte ich auch mal Glück haben. Oh, das sind schon 6. Das sind 10, dann reicht das Dicke. So, sieht doch gar nicht so schön aus. Da haben wir viel zu wenig. Okay, haben wir ein kleines Beet. Prima. Und hier machen wir noch grün. Ich hole mal gerade ein bisschen Gras. Wenn wir schon keinen Hanf gefunden haben, hole ich wenigstens Gras. Der war lahm, ich weiß, okay. Und jetzt müssen wir gerade gucken. Wir haben Erdbeeren. Ne, wir haben kein Brokkoli, sag ich doch. Ist das so schwer zu finden oder sind wir so blind? So, die Palmensetzlinge platziere ich jetzt gleich. Was sind das hier? Tomatenkeimling. Tomaten haben wir gar nicht mehr, ne? Das hier sind Karotten. Das hier ist Kartoffel. Palme pflanze ich gleich. Die haben wir hier vorne irgendwo hingesetzt, ne? Genau. Kommen hier noch die Palmen hin. Und man merkt, ich bin alt. Genau. Ich wollte hier noch Gras sehen. Dann haben wir das jetzt auch schon mal schön. Also, so für meine Verhältnisse schön zumindest. Und ah, kann hier noch was hin? Ja. Da geht das auch noch. Oh. Jetzt wächst das auch noch da durch. Jetzt reißen wir das, was gewachsen ist, quasi wieder weg. Ich glaube, so kriegen wir mehr Gras aus der kleinen Fläche, als wir gebraucht haben insgesamt, oder? So, hier könnte man noch ein bisschen was nachsehen. Irgendwie hier. Ah, das war falsch. Hier, hier und dort und dort. So, das, was wir nicht brauchen, machen wir wieder weg. Ja, sieht das doch schon gleich ganz anders aus, irgendwie, ne? Zumindest der Blick von hier. Jetzt können wir hier hinten den Pavillon noch ein bisschen begrünen. Mit dem Rest des Grases. Ach, hier habe ich auch noch ein paar Dingens gepflanzt. Wie heißen sie? Birken? Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ja, man wird älter, die Erinnerungen lassen nach. Ein bisschen Beautification. Dann können wir direkt auch noch ein neues Thumbnail bauen für die nächsten paar Folgen. Aus welcher Perspektive könnte man das denn mal machen? Es hat sich jetzt gar nicht so viel verändert. Sonst habe ich es immer da oben vom Balkon gemacht. Vielleicht jetzt mal näher dran, so von hier aus. Und ich habe gelernt, wenn ich hier hat eingebe, dann ist dieses ganze Zeugs weg. Und wenn ich jetzt F2 drücke, kann ich ein bisschen nach unten fliegen. Ein bisschen nach oben. Das ist doch eine schöne Perspektive. Ich glaube, die nehme ich. So.
Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal hierbei. Ich gehe für ein paar Minuten runter ins Bergwerk, kloppe ein bisschen Steine und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut. Tschüss.